Tja, unverhofft kommt oft, Mods am Samstag eher selten und ich glaube, ich habe noch nie ein Map angeschaut an einem Samstag gemacht. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum Map angeschaut, eine 299, die Uschret, das ist ungarisch, ich habe keine Ahnung von ungarisch, also falls ihr es besser wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Die Uschret, eine fiktive Karte. In Ungarn 416 MB im Download, das Ganze von Pajur Modding oder Pazur Modding. Ich glaube Pajur, ne? Irgendwie so. 40 Felder, Weinberg, Apfelplantage, Apfelsaft. Ihr braucht einen Mod, das sind die Lizard Fahrzeughallen. Und wir springen rein. Slots gucken wir uns natürlich an. Jo, wir starten auf. Das ist nicht unser Hof. Hier geht auch, doch, eine Garage geht auf. Hier haben wir noch Schweine, 10 Stück. Da drüben haben wir noch, was haben wir hier? Misthaufen, das ist der für die Schweine. Mini-Unterstand. Ja, ist das schon ein Hof? Könnte man so sehen, ne? Wir gucken mal auf die Karte drauf. Wir haben keine Standardgröße. Das ist, ihr seht, das wäre der originale Rand, mehr oder weniger. Einmal ein Kilometer, so die Hälfte grob. Dennoch bis zu, ich glaube, 3 Hektar habe ich gesehen, 3,2, 3,27. Das sind so die größten Felder, die kleinsten nur 0,5 oder sogar 0,3. Und im Gros, im Schnitt, um 2 Hektar oder so. Also da 40 Felder mit im Schnitt. 2 Hektar, da kann man wahrscheinlich schon was mit anfangen. Wir haben im Grunde, ja, ist das jetzt ein Hof? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das der Startpunkt. Wenn man das mitzählt, haben wir im Grunde 3 Höfe, glaube ich. Ja, wir sehen, uns gehört die Karte, also theoretisch können wir noch nachdekorieren etc. Und auch schon so einiges auf dieser Karte. Ja, hier unten haben wir die Fruchtsaftfabrik. Das Gelände gehört euch schon. Ihr müsst sie auch noch kaufen. Gleiches mit der Obstplantage. Hier unten haben wir ein kleines Weingebiet. Spoiler, es ist ein Weinhügel, kein Weinberg. Und hier haben wir einen Hof. Da haben wir, wenn man so will, einen zweiten Hof. Hier haben wir separat nochmal eine Pferdeweide. Und wir gucken uns das Ganze mal in Ruhe an. Also wie gesagt, dieser Hof hier mit 10 Schweinen. Wir springen einfach mal hier rüber. Da haben wir eine, gekennzeichnet als Hühnerweide. Eine Besonderheit auf dieser Karte, es sieht aus wie 3 Ställe. Ist aber im Grunde einer, in dem Fall für 1000 Hühner. Und hier ist dann der Futterträger und die anderen Dinger haben diesen nicht. Also wenn ihr dann hier reinguckt. Ich vermute mal, dass da Tiere drin spawnen. Wir können uns das mal eben angucken. Hühner sind ja nicht so teuer. Gib mir mal einen Huhn. Oder ne, gib mir mal 60 Hühner. Dann haben wir hier ein paar drin. Ja, ist wirklich ein paar, es sind 2. Da hinten waren noch welche. Dann haben wir hier auch ein paar drin. Und hier haben wir auch ein paar drin. Und hier. Ihr kennt das Spiel. Und das Ganze sieht dann von oben auch so aus. Also eine große. Und ihr könnt auch alles anträgern. Und hier hinten ist noch ein Lagergebäude. Da könnt ihr dann die Eierpaletten quasi reinschieben. 1000 Tiere auf der einen Seite, 1000 Tiere auf der anderen Seite, das quasi einmal gespiegelt, außer dass es hier kein Lagergebäude gibt. Also massive Eierproduktion. Könnte man so sehen. Verkehr, so ihr seht, verbaut, Straßen ausreichend breit. Wie sich das mit dem Helfer verhält, können wir gleich mal gucken. Was ihr auf der Karte auch seht, es ist weitestgehend helferfreundlich. Ausnahme vielleicht diese Felder hier, die hier runterlaufen. Da stehen Strommasten drauf, ja, die ihr da seht. Und die haben auch Kolli. Ja, sodass der Helfer dann vielleicht ein bisschen eingeschränkter. Genau, das haben wir uns angeguckt. Wir gucken jetzt einfach mal durch den Ort. Wir haben hier eine Bäckerei, ja, nennt sich Benusch Bäcksäck. Und wir kommen nicht drüber, aber wir können das Tor öffnen. Also Bäckerei schließe ich mir daraus, nicht aus dem Namen.
Dann haben wir hier drüben einen Supermarkt, ein alles eigene Gebäude. Das erklärt dann auch die Größe von 400 MB für eine relativ kleine Karte. Auch das Dorfbild, nennen wir es mal so, sieht stimmig aus. Hier ist noch irgendwie ein Ton von den, vermutlich von den Strommasten. Aber fährt hier ein Rasenmäher rum? Ne, fährt irgendwo ein Rasenmäher rum. Sieht man leider nicht, aber hier fährt irgendwo einer. Na, das ist das Geräusch, oder? Irre ich mich. Ansonsten, wie gesagt, auch stimmig verarbeitet. Kleine Gemüsegärten. Hier ist noch die Pferdeweide am Ortsausgang. Und dann steht ihr auf den Feldern. Ihr seht, es ist weitestgehend flach. Deswegen noch vorhin dieser kleine Spoiler mit dem Weinberg, Weinhügel. Aber ja, und wie gesagt, hier sind die Dinger mit Kolli. Hier draußen haben wir dann noch eine Tankstelle. Und dann kommen wir zu dem, naja, eigentlichen, weiß ich nicht, Hof, Hofsilo. Hier ist auch noch, ja, das zwei oder das zusammen, das gehört zusammen. Das ist ein Hofsilo. Dann habt ihr große Hallen, die sind auch leer, die könnt ihr allerdings nicht verkaufen. Ich drehe ja sie an, funktioniert aber nicht, aber ihr könnt sie öffnen, ihr könnt sie benutzen. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, beziehungsweise zwei Fahrzeughallen, eine Werkstatt. Und auf der anderen Seite, ihr seht große Fahrsilos, ihr seht nochmal wieder so ein Lagergebäude. Ihr seht auch hier nochmal einen Unterstand mit Fahrzeugen. Und so ein überdachtes Fahrsilo, ne? Kriegt ihr aber auch nicht weg. Misthaufen und Kuhstall. Und hier ist es ein ähnliches Phänomen. Ihr habt hier hinten, sucht euch nicht tot. Hier vorne seht ihr keine Träger oder so. In einem der Ställe, wir können da jetzt hinlaufen, ich glaube im mittleren habt ihr eben drin den Futterträger und den Einstreuträger. Und der Tierträger ist hier und das Ganze beherbergt 100 Kühe. Das ist jetzt für so ein großes Areal vielleicht gar nicht so viel, ne? Aber ja, auch 100 Kühe machen Mühe. Dann haben wir uns das angeguckt, haben wir den Ort gesehen, haben wir uns das angeguckt, landen wir noch beim Fahrzeughändler, auch das eigene Kreation, kleiner Fahrzeughändler, aber ausreichend. Tor geht auch hier auf. Achso, wir wollten einmal, nehmen wir den Pickup, bevor wir nochmal weitergehen. Ich wollte ja nochmal die Auflösung hinterherreichen, wie das ist mit Fahren. Das war jetzt sehr erfolgreich. Nerd. Och nö. Okay, jetzt kommt's, jetzt wird's lächerlich. Blöder Vorführeffekt. Komm schon. Danke. Hätten wir mal einen Traktor genommen, hätten wir wahrscheinlich leichter hingekriegt. Also komm her jetzt. Fahr. So, wir stellen einfach mal hier drauf. Und sagen mal, wir stehen jetzt, in welche Richtung stehen wir denn? In die. Also sagen einfach mal, fahr zum Bahnhof. Und gucken mal, ja, wie er sich mit Verkehr und sowas verhält. Er fährt schon mal sehr, sehr weit auf die rechte Seite, jetzt fährt er wieder zurück, jetzt ignoriert er den Gegenverkehr, also das sieht durchaus brauchbar aus. Könnte funktionieren. So, das haben wir auch. Dann haben wir hier oben eine, das ist ein falsches Menü, eine Mühle. Sieht so ein bisschen zusammengebaut aus, aus einigen Dingen, die auf anderen Karten rumstehen. Hat aber auch, also insgesamt wirkt das stimmig. Man könnte jetzt diskutieren, ob hier vielleicht noch das ein oder andere Deko-Element irgendwie rumstehen könnte. Mir fällt gerade die Slot-Zahl auf. Das ist ja abartig wenig. Ja, 249 Slots. Hä? Das sind ja quasi nur die Fahrzeuge. Aber wenn ihr mal anguckt, was da rumsteht. Ne? Den kennen wir. Spritze, Drescher, Telelader, Traktor, 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 Traktor. Alter Vater. Okay, Helfer ist sogar angekommen. Ja gut, war jetzt auch nicht so weit, weil die Karte ist halt nicht groß. Aber 249 Slots.
Alter, da kommt ihr ja unter 100, wenn ihr den ganzen Krempel verkauft. Wie geht denn das? Trotz hier Eigenkreationen und so? Oder vielleicht, ich kenne die Zielunker nicht. Ist das eventuell von der Zielunker? Dann wären es natürlich Standardgebäude, die ihr quasi aus dem Hauptspiel integrieren kann. Bei diesen nicht freigegeben, oder? Keine Ahnung, ist es mir ein Rätsel, wie das so wenig Slots sind. Slotwunder. Diese Karte ist ein Slotwunder. Guck mal, wenn wir jetzt die große Halle abreißen. Wenn wir das Ding hier haben, abreißen, ne? Oh, verkaufen. Gut, dann ist jetzt ein Slot weniger. Wenn wir jetzt den Kuhstall verkaufen, können wir nicht. Okay. Okay. Fasium. Das ist dann auch ein Slot weniger. Ja gut, aber allein bei den Fahrzeugen. Das sind 19 Slots, das sind 18 Slots und so weiter. Da seid ihr ja dann quasi schon bei 200 und das zieht sich ja durch. Egal, wir machen uns davon mal frei. Aber es ist krass. Mühle haben wir gesehen. Dann haben wir hier den Obstgarten. Gelände gehört euch schon. Gleiches Spiel wie, hatte ich ja erwähnt. Aber den müsst ihr euch noch kaufen. Könnt ihr hier Äppel ernten. Und habt da unten die Fruchtverarbeitung. Da springen wir jetzt als nächstes hin, weil gehört ja zusammen. Drei Hallen. Träger. Anlieferung. Paletten. Kommen hier dann raus. Sieht so aus. Auch interessant gestaltet. Na, wie gesagt, ein bisschen Deko könnte es vertragen, aber Alter, ihr habt 249 Slots. Tobt euch aus, Pakete gibt es genug. Und das ist der Weinhügel. Das ist, glaube ich, auch ein Gelände. Ne, sind verschiedene. Okay, das ist clever. Aber einer gehört euch auch schon hier. Zusätzliches Feld, 14 Hektar. Na gut, weil da hier auch die Obstplantage mit drin ist. Weil das hier unten alles mit drin ist. Da sind auch noch Feldflächen, die jetzt in diesem Moment nicht bearbeitet sind. Ah, und wo ihr gar nicht hinkommt. Ha, daran ist der Haken. Okay, also sind die Felder hier unten Deko, gehören euch aber irgendwie. Verfälscht natürlich, wenn ihr mit Precision Farming arbeitet, irgendwie die Statistik, weil das irgendwie mit drin ist. Ihr könnt es verkaufen. Nein, ihr könnt es nicht verkaufen. Das ist ein kleiner Haken, was Precision Farming angeht, weil die werden natürlich mitberechnet und wenn ihr da nichts machen könnt oder nichts macht, steigt an den Feldern natürlich der Träger nicht, der Träger, Quatsch. Na, die Umweltbonus-Geschichte. Dann haben wir hier einen Bahnhof, das ist gleichzeitig der Holzverkauf. Quasi Sägewerkersatz. Da haben wir unseren Geländewagen hingefahren. Und ich glaube, das war's. Wir haben so ein bisschen Wald auf der Karte. Wie gesagt, die doch durchaus großen Höfe. 100 Tiere ist wahrscheinlich bei der Fläche, die hier zur Verfügung steht, um die zu versorgen, auch fair. Mit 1000 bzw. 2000 Hühnern kommt man, glaube ich, über die Felder eher klar. Aber was bin ich auch noch schuldig? Die Paletten, Marlin, Standard Aubillon, Bäume können wir noch setzen. Wäre auch bei der Kartengröße ein bisschen. Ja, und Büsche auch Standard Aubillon. Also da ist in der Richtung nicht so wahnsinnig viel möglich. Hier stehen noch die französischen. Nee, doch nicht. Huch. Gehört so, ne? Gerade sagen, was denn? Ja, ein bisschen versunken, aber ach, an sich eigentlich auch ein schönes Gelände, ne? Also mit diesen Häusern hier oben drin. Hat auch einen gewissen Charme, auch wenn es halt kein Weinberg in diesem Sinne ist, aber ich glaube, da kann man was mit anfangen. Ja, fehlt eigentlich noch das Wort zum Sonntag. Viel Spaß in Ungarn. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.